Zu Anfang sagte ich Ihnen, er stand noch vor wenigen Tagen in Stockholm, hat sich in den Frack gezwängt, ich glaube, den trägt er nicht so gerne, und hat den Nobelpreis für Literatur bekommen. Und das war ein Raunen überall in der Welt, weil er eigentlich in unseren Breiten ein verhältnismäßig unbekannter Schriftsteller ist. Hier in Baden-Baden hält er sich zurzeit auf, weil er eine wunderbare Ausstellung hat in einer Gemäldegalerie. Und ich werde jetzt mit ihm über die Bilder sprechen. Und wenn wir über Literatur sprechen, dann habe ich Hilfe angefordert. Begrüßen Sie mit mir Gao Xinjian. Plötzlich stehen Sie in der Öffentlichkeit und Sie haben jahrelang, die meiste Zeit Ihres Lebens, eher ein ganz stilles Leben geführt. Haben Sie Angst vor der plötzlichen Popularität? Nein, das ist noch kein Problem. Ich muss aber sagen schon, dass ich sehr, sehr lange im Hintergrund gelebt habe und es mir sehr gut ging. Einsam war ich nie. Sie haben so viele Talente. Sie malen, Sie schreiben Drehbücher, Theaterstücke, große Romane. Was machen Sie am liebsten? Also, das ist eine schwierige Frage. Ein Künstler ist zunächst Künstler, weil er die Kunst liebt. Und dann ist diese Unterscheidung eigentlich irrelevant. Das habe ich immer schon so empfunden. Ich habe schon als kleiner Junge Theater gespielt, gemalt, habe mit Mama, bin ich auf der Bühne gewesen mit 5 Jahren. Ich habe mir einen Satz von Ihnen aufgeschrieben, der mich so begeistert. Sie sagen, ich male, wenn ich keine Worte mehr finde, um mich auszudrücken. Würden Sie das bitte noch einmal wiederholen? Sie haben gesagt, ich male, wenn ich keine Worte mehr finde, um mich auszudrücken. Das bedeutet für mich, dass die Malerei dort beginnt, wo die Worte nicht mehr reichen, um sich auszudrücken, dann braucht man das Bild zur Unterstützung. Dann braucht man andere Hilfsmittel, das Piktorale. Ich würde gerne ein paar Bilder von Ihnen zeigen. Sie haben hier in Baden-Baden in der Galerie Pages eine Ausstellung gerade. Und während wir uns unterhalten, sehen unsere Zuschauer ein paar dieser Exponate. Sie malen sehr verpflichtet der klassischen chinesischen Tradition auf Reispapier und mit Tusche, schwarz-weiß. Das sind die klassischen Werkstoffe, derer ich mich auch bediene, die ich zusammenführe, auch mit anderen Stoffen. Aber das Bild ist etwas so Persönliches, auch etwas sehr Zeitgenössisches, finde ich. Ich versuche, diese Kombination zu finden, diese Sicht nach innen hinein und die Perspektiven von innen herauszubringen. Das kommt dabei heraus, das gibt wieder, was man empfindet. Das sind aber keine Wörter, sondern das sind Gedanken, Konzepte, die über den Blick vermittelt werden. Kann man das vielleicht so ausdrücken, dass Sie eine Art Meditationsmaler sind? Ja, eigentlich doch. Meditation aber durch die Augen, über den Blick, nicht mit dem Gehirn, nicht über den Kopf. Und welche Maler mögen Sie aus der westlichen Welt? Da gibt es eine ganze Reihe großer Meister im Westen, die ich sehr bewundere. Aber ich muss sagen, die Renaissance, noch ältere Zeiten, inspirieren mich eigentlich wirklich am meisten. Die moderne Malerei gar nicht einmal so sehr. Nehmen Sie auch das Ende des 19. Jahrhunderts, den Beginn des 20. Auch das hat mich sehr geprägt. Sie haben jetzt natürlich viel Geld bekommen mit dem Nobelpreis. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in Saus und Braus früher gelebt haben. Womit haben Sie denn mehr Geld verdient? Mit Ihren Theaterstücken oder mit Ihrer Malerei? Oui, plutôt, je suis professionnellement.
Also beruflich betrachtet habe ich mich immer mehr als Maler empfunden und damit auch meinen Broterwerb geleistet und damit den Luxus, mir finanziert schreiben zu können, ohne dass ich mir Gedanken machen musste um den Markt. Das war für mich nicht so wichtig. Ich habe zu uns jemanden gebeten, der gestern Abend noch im literarischen Quartett saß. Ein Journalist, ein Künstler, ein Frager, ein Kenner der Szene. Als ich dem sagte, der Nobelpreisträger für Literatur ist in meiner Sendung, hat er gesagt, da komme ich sofort. Begrüßen Sie mit mir herzlich Dr. Helmut Karasek. Hallo. Darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? Herr Dr. Karasek, ich habe mir gedacht, nehmen Sie jetzt mal meinen Platz, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn wir jetzt über Literatur nachdenken. Ich bin also nicht hier der Reich Ranitzky jetzt, nur damit Sie Bescheid wissen. Ich fühle mich nicht viel sicherer, obwohl ich als Hamburger einen Vorteil hatte. Wir in Hamburg sind eigentlich die einzigen Deutschen, die Sie schon kennen. Sie haben in Hamburg am Theater gearbeitet. Oui, oui, Am Thalia Theater war das, das stimmt. Da ist das Stück von dem wilden Mann aufgeführt worden. Das ist schon eine Weile her. Das war für mich eine sehr glückliche Zeit. Ein wahres Fest haben wir da gemacht nach der Premiere. Und haben Sie mit Jürgen Flimm zusammengearbeitet, mit dem Intendanten des Thalia Theaters? Der hat Sie ja nach Hamburg geholt. Ich habe gehört, dass Sie Maler sind. Es gibt viele Schriftsteller, auch in Deutschland. Der berühmteste, Goethe, war ja auch ein Maler. Und Günter Grass, Ihr Vorgänger, malt sogar in gewisser Weise sehr ähnlich wie Sie. Was hat Malerei mit Literatur zu tun? Die beiden sind auf äußerst innige Weise miteinander verknüpft. Malerei und Schriftstellerei nicht nur im Osten und im fernen Osten in China, sondern auch im Westen, auch im Abendland. Auch dort gibt es ja ganz große Autoren, die malen und Dichter, die malen. Ja, ich glaube, die beiden hängen sehr eng miteinander zusammen. Es sind unterschiedliche Mittel, sich auszudrücken. Ich glaube, wir können ja sogar auch die Musik dazugeben, denn Sie malen grundsätzlich nur, wenn Sie dabei Musik hören. Und welche Musik hören Sie dabei? Peking Oper? Nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist nicht mein Genre von Musik. Wenn ich male, dann arbeite ich mit westlicher klassischer Musik oder sehr zeitgenössischer Musik. Das ist Bach zum Beispiel, das spricht mich sehr an, das könnte ich wochenlang am Stück hören. Sehr strukturalistische Musik, sehr mathematische Musik auch. Ja, klar. Oder das kann auch das Gegenteil sein. Sehr zeitgenössisch. Ja. Ja. Saint-Saëns auch. Bevor wir hier weiter fachsimpeln, wer sind Sie? Was hatten Sie für ein Leben? Uns ist natürlich bekannt geworden bei der Lektüre Ihres Lebenslaufes, Sie sind ein Dissident. Sie hatten große Schwierigkeiten in Ihrem Land, in China. Sie haben China verlassen. Seit, ich glaube, 1988 wird kein einziges Stück von Ihnen dort mehr aufgeführt. Können Sie uns etwas über Ihr Leben erzählen? Ich bin ein ganz einfacher Mensch, der für die Kunst lebt, sich dem Theater widmet, der diese Meinungsfreiheit, diese Ausdrucksfreiheit sucht und braucht. Ohne die geht es für mich nicht, ob Dissident oder nicht. Das ist fast eine Art Etikett, das einem aufgeklebt wird. Als Künstler hat man von innen heraus schon diesen Drang nach grenzenloser und zwangsfreier Freiheit, nach Ausdrucksmöglichkeiten. Das braucht man zum Leben und zum Atmen. Also der Nobelpreis ist Ihnen ja auch verliehen worden, einerseits, weil Sie ein Autor in der chinesischen Tradition sind, aber Sie sind auch ein Brückenbauer. Sie haben das ja schon bei der Musik gesagt, in Ihrer Arbeit sind sehr viel westliche Einflüsse. Verstehen Sie sich als Mittler zwischen mehreren Kulturen?
Gar keine Frage. Ich glaube, wer in Kultur lebt heute, ist irgendwo multikulturell. Man lebt zwischen den Kulturen. Man ist heute nicht mehr so eingeschränkt in eine nationale Kultur. Das ist absurd und auch gar nicht zutreffend. Die gibt es gar nicht. Ich bin gebadet in der traditionellen chinesischen Kultur. Schon als Kind war ich eingetaucht in sie. Aber von dort aus habe ich begonnen, viel zu lesen von westlicher Literatur. Das hat mich fasziniert, gar keine Frage. Auch schon Märchen, auch schon Kindergeschichten. Grimms Märchen waren eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und dann alle großen westlichen Autoren, natürlich auch Goethe. Der gehörte zum Rüstzeug und war einer der Favoriten, gar keine Frage. Ich glaube, diese Kultur, wenn man heute sagt Kultur, die ist grenzenlos. Es gibt nicht nur eine Kultur. Das stimmt nicht. Der Nobelpreis ist ja die höchste Auszeichnung, die höchste Ehre, die einem Schriftsteller widerfahren kann. Empfindet man das gleichzeitig auch als Auszeichnung und Dank an die eigene Tradition, an die eigene Nation? Denken Sie auch, dass Sie stolz sind, weil Sie sozusagen die chinesische Tradition mit dem Nobelpreis vertreten? Ganz sicher ist das so. Ich bin Träger dieser Tradition, bin tief in ihr verwurzelt und sie in mir. Das kann sehr viel sagen, aber auch gar nichts für einen Autor. Wenn man nur Tradition vermittelt und überbringt, das allein reicht nicht, sondern muss ja das künstlerische Schaffen einbinden und diese Tradition einfließen lassen in das Schaffen. Und dann ist man irgendwo auch immer an der Spitze der Tradition, an vorderster Front, obwohl ich mich nicht als revolutionär empfinde in Sachen Tradition. Ich mache nicht Tabula rasa, sondern bin Erbe meiner Tradition, übermittle sie, muss aber auch innovativ sein, nicht revolutionär. Wird es eine Rückkehr für Sie nach China geben und wünschen Sie sich die? Ich muss sagen, ich wünsche mir nicht so sehr in naher Zukunft die Rückkehr, sondern eher eine aufgeklärte Haltung und Einstellung. Was soll ich in einem Land, in dem ich mich nicht frei äußern kann? Gibt es da Hoffnung? Gibt es Aussichten, dass sich das bessert? Und glauben Sie, dass der Nobelpreis dazu beitragen kann? Der Nobelpreis ist ja immer auch ein Signal an das Land, seinen Schriftsteller zu akzeptieren, zu ehren und ihn als seinen Teil zu empfinden. Also die Macht in China, das ist eine seltsame Angelegenheit. Sie haben gerade das Verbot noch einmal erneuert, als die Nachrichten kamen. Meine Bücher müssen geschmuggelt werden. Sie sind absolut zensiert. Das ist das Ergebnis dieses Preises. Sehen Sie es einmal so, für die Macht dort und für die Bevölkerung in Kontinentalchina. Stellen Sie eine Gefahr für die Macht dar in Ihrem Werk? Und sind Sie sich dessen bewusst und auch stolz darauf in gewisser Weise? Weil es eine Öffnung ist. Nein, ich kann das nicht sagen, denn ich bin ja auch nicht der Feind von irgendjemandem. Ich schreibe ja nicht gegen jemanden, ich schreibe, um mich auszudrücken. Es liegt bei Ihnen, das so oder so aufzugreifen und mich als Feind zu empfinden. Im Übrigen schreibe ich nicht im Kampf gegen irgendjemanden oder irgendetwas, sondern für mich ist das, was ich schreibe, Zeugnis menschlichen Seins. Und das gilt universell in aller Welt. Wenn es Sie stört, wenn es Ihnen etwas ausmacht, wenn Sie sich behindert fühlen, gefährdet fühlen, dann ist das Ihr Problem. Was lesen Sie? Das ist Ihr Problem aus Ihrer Mentalität. Was lesen Sie gerne? J'aime beaucoup.
Oh, da gibt es eine ganze Menge. Natürlich die Literatur, aber auch philosophische Werke. Die Malerei natürlich, die Musik. Das ganze Spektrum künstlerischen Schaffens liegt mir sehr nahe, sodass ich nicht nur lese. Ich bin da gar nicht behindert, in keinem Bereich geistig. Sie sind ja ein Theaterautor auch vor allen Dingen. Was sagt Ihnen das Kino? Und der chinesische Film ist ja sehr aufregend, sowohl der von Taiwan als der auch aus China, ist eine große Expression der zeitgenössischen Kunst. Und wenn man Ihre Bilder sieht, dann fühlt man sich auch an die Ausdruckswelt des chinesischen Kinos erinnert. Sagt Ihnen das Kino was und arbeiten Sie auch für den Film? Ich habe Pläne im Hinblick auf den Film. Ob die Chancen haben, verwirklicht zu werden, das steht auf einem anderen Blatt. Das sind sehr, sehr subjektive, persönliche Dinge. Im Übrigen, Film und Kino, das ist ja doch heute auch eine Industrie. Das ist ein industrielles Schaffen. Das ist nicht so sehr meine Art zu arbeiten. Da bin ich viel zu persönlich. Vielleicht hatte ich deswegen kein Glück mit meinem Film. Sie haben einmal eine Wanderung gemacht, die dauerte 10 Monate lang. Sie sind 10 Monate lang gewandert, jeden Tag. Was hat Ihnen das gebracht und warum war das nötig in Ihrem Leben? Das war in China. Meine Schriften waren zensiert worden. Man hat mich zur öffentlichen Selbstkritik aufgefordert, in der Presse. Um vor dem zu fliehen, bin ich weg aus Peking, heimlich. Man weiß nicht, wo ich war. Ich habe diese Reise angetreten, wie ein Vagabund. 3-mal so lange Wanderungen. Das war eher eine Flucht innerhalb Chinas. Ein Wegtauchen und auf dieser langen Wanderung ist mir auch bewusst geworden, dass man seine Gefühlsintensität erhöht. Es war ein ständiger innerer Monolog in der großen Natur, in der ich aufgegangen bin, mit der ich diesen Dialog hatte, besser als mit den Menschen dort. Sie mussten damals einen Teil Ihrer Manuskripte verbrennen. Hassen Sie die Menschen, die Sie dazu getrieben haben? Ich habe ja selbst verbrannt. Aus Angst auch und Furcht, fliehen zu müssen, gefunden zu werden. Es war eine sehr gefährliche Zeit für mich, denn ich schrieb, was ich dachte. Und seinerzeit gab es keine Selbstzensur, daran habe ich nicht gedacht. Wann endlich kann man Ihre ganzen Bücher in Deutschland lesen? Also ein großer Verleger hat sich jetzt darauf festgelegt, der Sache angenommen, und der will alles bringen, was ich geschrieben habe. Gut, das erste Projekt läuft bereits, 2 Romane sollen demnächst rauskommen, einige Stücke, Theaterstücke und dann vielleicht Essays. Das ist in Vorbereitung, wir haben jetzt einen guten Verleger in Deutschland. Außer in Zeitschriften und eben dieses Theaterstück, war Deutschland ja völlig überrascht von dem Nobelpreis. Sie waren bei einem kleinen Verlag, aber der hatte noch kein Buch auf dem Markt. Und ich wünsche uns, nicht nur Ihnen, ich wünsche vor allen Dingen den deutschen Lesern, dass sie bald auch bei uns heimisch werden. Merci. Dankeschön. Ja, ich würde mich darüber auch freuen. Ich denke natürlich nicht an den Leser in Frankreich, in Deutschland oder irgendwo. Aber jetzt möchte ich natürlich auch gern wissen, wie der Leser in Deutschland reagiert. Keine Frage. Da freue ich mich sehr darauf. Wir werden uns das nächste Mal darüber unterhalten, wenn es soweit ist. Danke. Vielen Dank. Ja, Sie sollten den Kontakt zu Herrn Karasek nicht abbrechen, weil der hat unglaublich viele Beziehungen. Vielleicht kann der Ihnen mal helfen, dass Sie vielleicht doch noch Ihren Film drehen. Ich glaube, er kann mir eines Tages helfen, dass ich mehr von chinesischer Literatur verstehe. Das ist wichtiger.
Ich glaube, davon hätten wir alle etwas. Vielen herzlichen Dank, Gauer, dass Sie zu uns gekommen sind. Und für Ihre Gemäldeausstellung wünsche ich Ihnen hier in Baden-Baden einen großen Erfolg. 30 internationale Ausstellungen hat es schon gegeben. Ich glaube, man sollte schnell kaufen, denn beim Nobelpreisträger steigen auch die Preise, oder? Da bin ich sicher, ja. Vor allen Dingen, wenn man die Bilder sieht, steigen die Preise. Vielen herzlichen Dank. Danke schön. Danke. Vielen Dank. Danke. Bleiben Sie noch mal mehr. Danke schön.